Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Odyssey. Sehr schön. So, wir sind ja jetzt hier im Wüstenland soweit fertig. Wir haben dafür gesorgt, dass jetzt wieder pure Hitze ist. Die ganzen Leute hier freuen sich natürlich, aber wir finden das gar nicht gut, dass es so heiß ist, denn ja, die Hitze, die ist nicht für jeden gut. Also ich muss ja sagen, wenn wir jetzt gleich in die andere Welt reisen, ich will jetzt aber nicht hoffen, dass wir das mit den Sombrero und so machen, weil sonst denken die Leute gleich, ob wir einen Schaden haben. Ja, so erstmal die ganzen Monde da reinhauen. Sehr schönes Safe. Boah, locker am Ende ist das so ein kompletter Ball. Ja. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Ist jetzt schneller. Ja, bestimmt. Die kommt weiter. Die ist jetzt noch lauter. Jo. Alter, jetzt haben wir richtig... zwei Möglichkeiten. Oh, die Qual der Wahl. Was meinst du? In welches Land hat Seeland sich oder? Bowser wohl verkrümmelt? Ja, Seeland oder Frostland? Also, ich bin jetzt der festen Überzeugung, egal welches wir nehmen, der ist da eh nirgendwo. Weil, wenn du Seeland nimmst, ist der ein Forstland. Und wenn du Forstland nimmst, ist der ein Seeland. Wette ich mit dir. Nee, also im Prinzip ist das eigentlich... Ich könnte mir vorstellen, dass er in beiden Ländern noch rein muss. Weil die haben bestimmt irgendwas, eine seltene Antiquität, die er für die Hochzeit braucht. Ja. Forstland hört sich aber für mich attraktiver an. Also, ich weiß nicht. So, das ist eher so Giftwald. Und Giftwald war bei Mario in meiner Erinnerung nie geil. Aber ich mag auch nicht wirklich Wasser. Ob wir jetzt erst in Seeland gehen und dann in Forstland oder erst Forstland und danach Seeland. Im Prinzip ist beides scheiße. Ich hasse Wasserlevel in Mario und ich hasse Giftwald. Aber ja, komm, mach mal Giftwald. Wenn du das möchtest. Das Forstland, gute Idee. Ja, nee. Können wir auch weiter. So. Ja, er geht mit dem Sombrero ernsthaft dahin. Ich hatte jetzt gehofft, dass er irgendwie die Captain-Mütze wieder... Ja, hätten wir mal machen sollen. Ach jo. Das passt schon. 49, ey. Ist das eigentlich die Aufnahme 720p 60 FPS bei der Capture Card? Ich weiß das gar nicht. Weiß da gar nicht, auf was du das eingestellt hattest. Aber von der Grafik her sieht das halt echt nicht scheiße aus. Ne? Ja. Erst entführt er Tiara und jetzt hat er auch noch den Ring der Einheit. Einheit, das ist so blöd. An sich gerissen und somit einen Ehering. Will der sich die gesamte Hochzeitsausstattung zusammenklauen? Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp. Mützenzielwurf. Wirf deinen Kopf... Deine Kopfbedeckung und schüttle die Joy-Cons Controller dann erneut, um einen Mützenzielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Unser nächstes Ziel ist das Forstland. Da soll's ein Riesengewächshaus voller Blumen geben. Außerdem gibt es dort ein berühmtes Blumenarrangement. Ich hab's noch nie gehört. Ja, nett. Ich habe das Wort auch tatsächlich noch nie. Ja. So ein Kinderspiel, weißt du, ab 6 Jahren und da kommen die bauen die da solche Worte ein, Alter. Sieht aber auch richtig gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht zwar aus wie in Jurassic Park, aber... Ja. Also, jetzt sag mal ernsthaft, das sieht aus wie so ein Jurassic Park. Und böse Pflanzen. Und Gift. Wie gesagt, überall gescheiß Gift. Ich würde mal sagen... Sombrero. Kommt hier so ein Idiot mit einem Sombrero jetzt? Den kann man sich hier umziehen? Nee. Ist ja doof, dass man das nicht kann. Ich meine, hier kann man runterspringen. Ja, sollte man auch können, ich meine. Nee, ich meine komplett runter.
Ich meine das nicht. Doch. Warum? Jetzt sind wir unten im düsteren Wald. Ah, hier ist ihm auch wieder kalt. Okay, hier kommt ja, keine da ist Sonne. Auch nur Schatten, ey. Hier kommt keine Sonne hin. Er hat ein Sombrero wenigstens an. Also. Hier ist ein. Da kommst du locker wieder hoch. An manchen Orten hat die Switch echt Probleme. Ja, welche rechts? Das war anscheinend falsch. Ich dachte, rechts ist immer gut. Ja. Jetzt ist links falsch oder rechts richtig? Links ist jetzt. Achtung. Welcher von den dreien jetzt? Die links? Mittlere. Falsch. Ach komm, ey. Ja. Ich glaube, man sich jetzt alles merken muss, ey. Für Kinder, 6 Jahre, ne? Ja, ist halt wirklich so. Dann ihr ist rechts. Setz da rein, Mensch. 5! Und jetzt den ganz hinteren. Rechts hinten. Links oder hinten. Nee, da. Falsch. Ey, ne, mach doch nicht mehr mit. So, ich mach das jetzt. So, warte mal. Links. Rechts. Mitte, links, rechts. Den links hinten hatten wir. Mitte. 3 Versuche haben wir ja noch. Ah, jetzt. Jetzt war ich schon bei der dritten Stage. Ja. Ne, Quatsch. Zweite Stage. So, jetzt rechts. Links, rechts. Links, rechts. Machen wir den hinteren rechten. Der war richtig. Der Mond sieht schon an den seltsamen Röhren vorbei. Ja, blaue Monde. Sieht nice aus. Roboter. Zieh am Hebel und erhalte einen Samen. Ne, jetzt nehmen wir mit in die Wüste, pflanzen wir an. Ja klar. Das ist ein Riesenfeuer. Ja, er soll. Das ist doch ein Idiot, der Mario, Alter. Wirft er einfach drüber, kennt er nichts. Oder er trifft ihn nicht. Mann! Jetzt aber. Oh, so, jetzt so kämen wir wieder nach oben, aber hier ist glaube ich noch. Ja. Oder auch nicht! Junge! Kommen da solche Affen raus? Ach, der hat einen Hut auf. Der ist aber nicht freundlich. Vielleicht solltest du dich mal bewegen. Nochmal zum Thema Jurassic Park nochmal zurück, ne? Ja. Du musst dir das mal vorstellen, bei dem Dino, er guckt zu, gehst in die Röhre. Sind alle böse. Wow. 1, 2, 3. Bist du nicht gerade daneben gesprungen sogar? Eigentlich schon, so. Fall im Herzen des Waldes. Falle im Herzen des Waldes. So. Ich glaube, der riecht mich. Nein, nein, der riecht dich nicht. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Mario hat Angst. Nein, 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 nicht. So sieht das aus. Nicht bewegen, weil dann kriegt er das nicht mit. Bescheuert. Oh oh. Ich
glaube, der riecht mich doch. Nicht, nein, nein, der riecht dich nicht. Beweg dich einfach nicht. Das ist eine Regel beim T-Rex, niemals bewegen. Ja. Ja, das ist eine Regel. Aber so sieht weil du hast eine fucking Lina in Sombrero auf. Eigentlich fällt das eigentlich auch auf. Ich glaube, der kommt. Alter! Ich dachte gerade, rennst du da irgendwo in den Abgrund. Ja, solange die Arme ausgestreckt sind, ist so alles gut. Ja. War da gerade ein vielleicht ist ein Tannenbaum. Ich wusste es. Jawoll! Du musst den Locker auf die Anschlandstelle da stellen, Alter. Ich sollte hier den Weg fahren. Alter, Tannenbaum. Unter den Wurzeln des Waldbaums. Geh mal da runter und dann beim Dino stellt sich unter dem Tannenbaum. Dann kommt er da gar nicht runter. Nee, komm ich nicht. Okay. Okay. Aber jetzt kann ich auch nicht mehr übernehmen. Das muss ich mit dem Dino kaputt machen. Da war das Rohr. Ich mag hier irgendwie die Atmosphäre gerade so ein bisschen. Ey, das ist doch lächerlich. Das ist, wenn du zu doof bist, dich vom T-Rex zu verstecken, bestimmt, Alter. Komm, nimm dir das. Ist der Mario eigentlich klein, oder? Ja. Das ist voll der Zwerg, Alter. Zwergenklempner. Ist nicht wie in Minecraft, 2 Blöcke, 2 Meter. Zwergenklempner. Ja. Aha, den brauchst du. Ja, die sind aber auch riesig, die Samen. Wo war denn das Ding noch? Das war... Ach ne, hier waren die kleinen Penner drin. Nein. Nee. Ja, wo war denn das? Ich habe auch die Orientierung so ein bisschen verloren. Da ist unser Freund. Ja. Ja, das ist ja super. Ey, die sind echt schon blöd, dämlich. Ey. Ja. Aber nee, es du wirst eh wieder drüber. Da würde ich wieder hochkommen. Wollen wir schon hoch? Kannst du noch 2 Minuten hier unten verbringen. Ja, okay, dann sammle ich hier noch Sterne, wenn es welche gibt. Sterne. Gott. Ja, hier gibt's neun. Ich hab gedacht, das musste irgendwas krasses. Muss wieder das auch. Problem ist, ich weiß nicht, wo der Dings ist. Das ist wahrscheinlich die Challenge. Ja, ich muss ihn suchen. Ich geh mal davon aus, dass. Oh Scheiße. Oh nee. Da oben. Okay. Aber du hast gerade größere Probleme, glaube ich. Rein da. Ha! Der ist immer noch da, Alter. Ja, der fällt ja schon ziemlich. Steht ja genau richtig, ne? Natürlich ist hier unten ein Dino. Einer. Ja, man merkt, das hier ist der Giftwald. Jurassic Park Wald. Ja, ist halt wirklich so. Und Jurassic Park war ja genmanipulierte. Ich muss mir merken. Wo ist jetzt das Ding? Hinter dem Berg. Rechts? Ja. Ah. Ja, hinterm Berg. Okay, dann muss ich da hoch.
Jetzt Gas geben hier. Ich spring halt dran vorbei. Das ist so hart das Problem, ey. Er springt halt irgendwie immer dran vorbei. Den hole ich mir aber noch. Der wirst du ja wohl schaffen. Du steckst ja auch 30 Minuten lassen. Ja, klar. Wenn du mal 10 Mal vorbeispringst, dann haben wir ein Problem. Ich wollte gerade schon sagen, ey, da genau in den letzten Sekunden. Schimmer in den Herzen des Waldes. Jawohl. Komm, öffne den Bauch nochmal. Wetten, hier sind die Gumbas drin? Sicher sind die da drin, die bumsen. Die nee, machen dich nur fertig. Nee, drei die Stück auf Säcke. Einen. Die können halt nichts, weißt du? Ja, jetzt gehen wir hoch und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Oder? Komm, den öffnen wir. Den machen wir auch noch. Hier sind die vielen drin, wetten. Die sind schon hart dämlich, muss man ehrlich sagen. Ja, die wächst halt weiter, wenn wir weiter hochklettern. Das ist ja logisch. Wer kennt's nicht? Ja. Ja, sehr schön. Wir können auch hier die Folge beenden, dann speichern wir halt hier ab. Ja, ich gehe ihm zur Odyssee. Diese, wenn ich jetzt schon die Gießkanne da sehe, dann denke ich mir, was zur Hölle ist hier passiert? Wenn ja, die sich so schon im Kreis drehen. Da hinten tanzt ein Radio, was soll ich dazu sagen? Ja, okay, das ist noch ja besser. Was soll ja ich dazu sagen? Oh. Also, das reicht irgendwie halt noch nicht. Ja gut, ich wollte das eigentlich noch nicht. Egal. Ja, da fehlt was, toll, das ist klar. Bisschen. Ja. Ja. Genau, genau, jetzt. Genau. So ist er richtig schön für Sombrero, Mann. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Ja, schreibt uns Tipps in die Kommentare und ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Channel abonniert und die Glocke anmacht, um kein Video mehr zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Odyssey-Video. Bis dann, macht es gut und ciao. Ciao.